Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich wollte eigentlich sagen, zu diesem wunderschönen, sonnigen, wenn auch sehr kalten Morgen, aber ja, im Disney Dreamlight Valley ist es vermutlich auch kalt, aber es ist leider nicht so schön und nicht so trocken. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, wir wollen heute wieder mit Simba weitermachen. Das werden wir auch tun, damit wir die Story dann auch abschließen können. Wenn ich denn durch die Büsche durchkomme. Also dem Faden hier zu folgen, das ist, also dem Licht zu folgen, ist vielleicht nicht so gut. Weil da kommt man doch nicht weiter. Wo ist Simba? Da. Guten Morgen, Simba. Ich darf nicht? Hallo. Jetzt darf ich. Gameplayerin, ich möchte mir die Dreamlight-Frucht genauer ansehen. Kannst du mir helfen? Klar doch. Seit der Dreamlight-Baum auf der sonnigen Ebene wächst, habe ich begonnen, mich an meine Vergangenheit hier zu erinnern. Aha. Früher gab es mehr als einen Dreamlight-Baum im Tal. Es wäre toll, wenn wir auch die anderen zurückbringen könnten. Auf diese Weise kann jedes Lebewesen im Tal sie genießen, egal wo es lebt. Ich habe mir also überlegt, dass die Dreamlight-Frucht, die an dem Baum wächst, uns vielleicht dabei helfen kann. Ich möchte sie aus der Nähe betrachten, aber jedes Mal, wenn ich versuche, eine zu greifen, zerquetsche ich sie. Ich pflücke sie für dich. Danke, Gameplayerin. So, erstmal schnell die Aufgaben wechseln. So, wir machen das einfach so. Moment. Genau, lass uns abhängen, damit ich dich nicht ständig suchen muss. Morgen Nala, ja, dich habe ich gesehen. Wo habe ich denn den Baum jetzt? Hier. Ernten. Oh, sag bloß, dass wir da noch ein neues Rezept damit kriegen. Das wäre natürlich cool. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich beginne mich an etwas zu erinnern, Gameplayerin. Remy und du habt die Dreamlight-Früchte in verschiedenen Rezepten verwendet. Nein, als ob ich es gewusst habe. Ah! Aber ich weiß noch nicht genau, ob die Früchte uns helfen können, mehr Dreamlight-Bäume zu bekommen. Vielleicht wusste ich es einmal. Vielleicht kann ich mich sonst an nichts erinnern, außer dass Mutter Gothel die Frucht manchmal gepflückt hat. Glaubst du, sie weiß etwas? Ich werde mit ihr reden. sie wird sicher helfen. Das wäre wirklich toll. Danke, Gameplayerin. Ja, Mutter Gothel ist vermutlich nicht zu Hause. Das war ja klar. Mutter Gothel, nicht abhauen. Ja, ich habe gerade keine Zeit, was? Tut mir leid. Ich hatte richtigen, ja. Schatz. Ah, Gameplayerin. Für welches Laufburschenproblem brauchst du heute meinen Rat? Simba möchte mehr Dreamlight-Bäume pflanzen und er erinnert sich, dass du in der Vergangenheit Früchte von ihm gepflückt hast. Ich wollte fragen... Oh, Gameplayerin, da bist du bei mir genau richtig. Natürlich werde ich dir helfen. Ich habe zufällig ein Buch, das alle Antworten erhält, nach denen du suchst. Es ist etwas, das Merlin vor langer Zeit auf der Lichtung verloren hat. Es erhält Notizen zu den Experimenten, die ihr beide so gern gemacht habt. Hier bitte sehr. Experimente am Dreamlight-Baum, 42. Ausgabe. Danke, dass du es sicher aufbewahrt hast. Gern geschehen, Schätzchen. Es ist nicht gerade eine aufregende Lektüre. Wichtig ist, dass nur jemand, der über Dreamlight-Magie verfügt, die Dreamlight-Bäume zurückbringen kann. Du musst etwas namens Dünger für den Dreamlight-Baum herstellen. Mische die Frucht mit einigen Vitalis-Kristallen in ein leeren Fläschchen. Zusammen mit gereinigten Nachtscherben und Wasser der sonnigen Ebene. Sobald es fertig ist, trage es auf deine herrschaftliche Gießkanne auf. Und dann? Dann? Dann gibt es noch mehr zu tun. Aber ich möchte deinen kleinen Kopf nicht mit zu vielen Schritten überfordern. Mach den Dünger für den Dreamlight-Baum. Den Rest der Anleitung überlasse ich deinem Löwenfreund. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Okay. Gereinigte Nachtscherben und so weiter. Also ja gut, die gereinigten, die müssen wir herstellen. Ach so, Wasser der sonnigen Ebene. Und noch eine Dreamlight-Frucht brauche ich.
Moment, ich müsste theoretisch hier noch eine oder 27 leere Fläschchen haben. Nein, ach ja, ich wollte es doch eigentlich nur aufteilen. So, eine Flasche der sonnigen Ebene. Da gehen wir mal kurz hin. Dann holen wir uns mal ein bisschen Wasser davon. Komme ich da jetzt mit der Pflanze ran? Ja. Jetzt. So, das Wasser haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch eine Dreamlight-Frucht. Ich stehe hier ganz blöd auf der Seite, glaube ich. Ach, Simba, lässt du dich auch nochmal blicken? Ich dachte, wir hängen jetzt zusammen ab. Tja. Einfach abgehauen, der Kerl. Oh nein. Jetzt sag mir nicht, ich kann den jetzt nicht... Och, das ist doch gemein. Ich hasse solche Quests. Anders kann man es nicht sagen, weil es dauert dann immer so lange, bis man weiter aufnehmen kann. Ich weiß auch nicht, wann der jetzt wieder so weit aktiv ist, dass man was machen kann. Ich bin allerdings froh, dass das jetzt das erste ist, was ich heute aufnehme. Zwei gereinigte Nachtscherben. Weil ich mich wirklich, wirklich geärgert hätte, wenn ich das jetzt später aufgenommen hätte. Und dann nochmal einen ganzen Tag warten müsste. Ja, ihr Lieben, es tut mir leid, aber ich darf die letzte Frucht leider nicht ernten. Das heißt, wir müssen dann ja erstmal abwarten. Ich weiß nicht, wie lange. Ich schaue in ein paar Stunden nochmal rein. Vielleicht ist es dann schon soweit, wenn ich Glück habe. Vielleicht ist es heute Abend soweit. Wenn ich ganz großes Pech habe, ist es vielleicht auch erst morgen soweit. Ja, da machst du nichts, ne? Also wie gesagt, ich hasse solche Quests, die über mehrere Tage gehen oder mehrere Stunden oder wie auch... Ja gut, Stunden geht ja noch, aber mehrere Tage, weil man halt dann... Ich möchte es halt zusammen hochladen können und ich freue mich dann drauf wegen der Quest und möchte es gerne weitermachen und kann es einfach nicht und... Ah! Ja! Egal, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, weil ich das gleich zusammenschneiden werde. Ein neuer Tag ist angebrochen, zumindest bei uns. Bei euch nicht, weil bei euch ging es weiter. Und wir können das Ganze ernten. Sehr schön. Stelle den Gegenstand Dünger für den Dreamlight-Baum her. Dann werde ich nochmal eben rüberporten. Hallo! Hi, bonjour! Ich habe nur leider keine Zeit weiterzureden. Wer macht mir denn hier meinen Garten kaputt? So geht das aber nicht. So... Den Gegenstand herstellen. Wo haben wir den denn? Hier, Dünger für den Dreamlight-Baum. Wieso habe ich jetzt auf einmal zwei Früchte mehr? Muss ich das jetzt verstehen? So, benutze den Gegenstand in deinem Inventar. Achso, was mache ich denn hier? Nein, nein, raus. Ich habe zu viele Spiele gespielt, wo man auf Tab drücken muss fürs Inventar. Es tut mir leid. Den hier im Endeffekt, ne, benutzen. Oh, welche Überraschung, wir haben ihn benutzt. So, kehre zu Simba zurück. Jetzt steht der natürlich direkt hier um die Ecke. Ich wollte aber doch eigentlich zum Baum porten. Das eine nehmen wir natürlich nochmal eben schnell mit. Ich möchte immer noch eine Sprintfunktion haben. Hast du Zeit? Hallo? Ja, hab ich. Hi, Gameplayerin. Mutter Gotel hat mich besucht. Sie war hilfreich, wenn man so will. Sie erinnert mich ein bisschen an meinen Onkel Scar, also sei vorsichtig, wenn du mit ihr zu tun hast. Wie dem auch sei, sie wollte, dass ich dir sage, was du als nächstes tun solltest. Als erstes solltest du eine Stelle im Tal auswählen, an der du einen neuen Dreamlight-Baum pflanzen möchtest und dann die Blumen dort gießen. Blumen gießen, um einen Dreamlight-Baum großzuziehen. Klingt etwas merkwürdig, aber okay. Mutter Gotel hat gesagt, dass die Wurzeln der Dreamlight-Bäume sowohl von dem über den Brunnen am Hauptplatz stammen, als auch von dem, den wir gemeinsam gepflanzt haben. Sie erstrecken sich über das ganze Tal. Wenn du die Blumen mit einem speziellen Dünger gießt, kann das Wasser besser in die Wurzeln der Dreamlight-Bäume einreichen. Aha. Sie können dort neue Sprösslinge wachsen. Dann haben wir im Tal Bäume. Wie dem auch sei, wenn du genug von ihnen gegossen hast, werden wir zum Dreamlight-Baum auf der sonnigen Ebene zurückkehren. Schon bald werden wir neue Dreamlight-Bäume wachsen. Mhm. Unsere Bäume vernetzen sich also? Ja, das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht, was du meinst, aber sie sind miteinander verbunden. So viel steht fest. Ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob das funktioniert. Ich werde zu den eisigen Höhlen in das vergessene Land und auf die Lichtung des Vertrauens gehen, um dort Blumen zu gießen. Wenn es dort funktioniert, sollte es überall im Tal funktionieren. Klingt prima. Ich bin gespannt, was passieren wird. Danke. Gieße die Blumen in den folgenden Teilen des Landes. Welche Blumen? Ich hab da gar keine. Moment. Eisige Höhlen hat's auch gesagt. Naja. Also. Gilt auch Gemüse? Ich bin mir nicht sicher. Oder sind das wirklich nur Blumen? Na, ich kann es nur ernten eigentlich, ne? Das heißt, wir müssen doch jetzt Blumen finden, die verrottet sind. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Aber da werden wir wahrscheinlich keine finden. Kann ich auch einfach so gießen? Ach, man kann auch einfach so drüber gießen. Ja, gut. Dann, ich dachte, das nimmt er jetzt wieder nicht an wie beim letzten Mal. Aber okay. Dann machen wir das doch so. Das ist doch super. Wo ist denn da hinten ist noch eine? So. Was ist, wenn ich die danach rausziehe, nachdem ich die gegossen habe? Vergessenes Land und Lichtung des Vertrauens. Vergessenes Land und Lichtung des Vertrauens. Gehen wir da erstmal hin. Haben wir denn hier überhaupt Blumen? Doch, da haben wir schon mal eine. So, hier ist noch eine. Das wäre jetzt natürlich richtig scheiße, wenn ich jetzt vorher alle Blumen gepflückt hätte. Weil, ich muss dazu sagen, ich bin ja hier so eine Runde durchgelaufen und so, während ich gewartet habe. Und danach konnte ich es halt leider immer noch nicht machen. Dann bin ich doch rausgegangen. Aber da habe ich natürlich sehr viele Blumen mitgenommen. Ne? Aber es ist ja jetzt auch wieder für mich ein neuer Tag. Wie gesagt, für euch jetzt nicht. Das ist jetzt alles hintereinander. Aber für mich ist es ein neuer Tag. Und da sind dann zum Glück jetzt auch die Blumen wieder alle neu da. So, Moment. Euch kann ich mitnehmen. Was bist du denn hier? Ah, Seetang. Mitten im Wald. Ja. Kein Thema. Okay. Hier sind alles nur diese wirklich lästigen Feuerstellen. Hier sind noch Blumen. Ich weiß auch nicht. Also es soll ja jetzt was kommen dieses Jahr, dass man die endlich wegkriegt. Ich weiß nicht mal genau, wie der Typ ausgesehen hat. Ich kannte ihn nicht. Ich habe mal ein paar Leute befragt. Keiner kannte ihn irgendwie. Aber der soll uns helfen, diese blöden Flammen hier wegzukriegen, weil die sind so unheimlich nervig. Man hängt dann auch immer daran fest. Geht der jetzt hier hin? Ja. Man hängt auch immer daran fest, wenn man eigentlich nur irgendwo rumlaufen will und... Oh. Achso, ich wollte gerade wieder zurücklaufen. Komm, das machen wir mal kurz weg. Das sieht so hässlich aus. Hallo, Simba, bleibst du mal hier stehen? Schön, dass du da bist. Ich habe die Blumen auf der Lichtung des Vertrauens im vergessenen Land und in den eisigen Höhen gegossen. Höhen. Ich glaube, ich habe immer Höhlen gesagt. Aber okay. gut, gehen wir zurück zum Dreamlight-Baum. Folge mir. Wow. Okay. Gut gemacht. Ne? Wolltest du nicht zum Dreamlight-Baum, Simba? Komm, wir laufen ein wenig zusammen. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe vergessen, wo der Dreamlight-Baum stand, aber ich weiß es wieder. Bayana macht auch ihre Übungen hier. Simba, wo läufst du hin? Ha! Wow, Gameplayerin, das ist unglaublich. Überall im Tal wachsen Bäume. Man hat wirklich das Gefühl, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Alles riecht irgendwie anders, findest du nicht auch? Es fühlt sich ein bisschen magischer an. Ich denke, so kann man es auch sagen. Ha! Was wird Nala von all dem halten? Ich wette, sie wird ziemlich aufgeregt sein. Ich würde auch gerne ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn sie das erfährt. Gehen wir sie suchen. Ja, du weißt ja, wo sie ist, ne? Ach, da. Okay, sie kommt uns schon entgegen. Und jetzt wünschte ich mir, ich hätte eine Sprinttaste. Nala, ich wollte...
Die Dreamlight-Bäume. Du hast sie zurückgebracht. Nun, das war ich nicht alleine. Gameplayerin war eine große Hilfe. Ich muss das hier mal eben... So. Oh, Simba, ich freue mich so. Ich erinnere mich jetzt an alles, Nala. Ich auch. Jetzt, wo die Dreamlight-Bäume da sind. Wird es immer genug Nahrung für alle Tiere im Tal geben? Das hast du gut gemacht, Simba. Ich bin so glücklich. Ich auch. Hey, vielleicht können wir uns später unter einem dieser Bäume entspannen. Was sagst du dazu? Kann ich mit dir sprechen? Nein, kannst du nicht. Ich bin gerade in einer Quest. Hallo. Dankeschön. Nala war überglücklich. Das verdanken wir nur dir. Du hast mir geholfen, ein Gleichgewicht zwischen all meinen Aufgaben zu finden. Du hast mir geholfen, meinen Platz im Tal zu finden. Um dir zu danken, habe ich Dagobert Duck gefragt, ob er dir etwas Besonderes zu geben hat. Du weißt schon, etwas, das einem Menschen gefallen würde. Er hat mir das gegeben. Ein Bild. Hakuna Matata. Ich weiß nicht wirklich, was das ist, aber es sieht ziemlich hübsch aus. Du erinnerst mich an das geweihte Land. Wenn du es ansiehst, erinnerst du dich vielleicht an die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Wie auch immer, ich hoffe, es gefällt dir, Gameplayerin. Du bist eine gute Freundin. Denk daran, du kannst immer auf mich zählen. Ziemlich cool, was? Ja, auch wenn ich mich gerade nicht mehr sehe. Was, die Sonne scheint hell oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie schaut mich nur gerade irgendwie an, als würde sie mich gleich anspringen und auffressen wollen. Das macht mir ein wenig Angst, Nala. Ich wollte nur abmoderieren, mehr wollte ich gar nicht. Ja, damit ist auch diese Aufgabe beendet. Es tut mir leid, falls ich mich so anhöre, als ob ich ein bisschen schreie, aber meine Stimme ist leicht lidiert im Moment. Deswegen, habe ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit schreien, auch wenn man mich vielleicht doch irgendwo versteht. Es war auf jeden Fall wieder eine coole Quest. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was eigentlich mit den Stellen passiert. Ob sich da wirklich... Oh ja, da wachsen wirklich Bäume. Wir gehen da mal kurz hin. Krass. Und die können wir auch alle direkt ernten? Ja, cool. Was soll man da noch zu sagen? Das ist richtig klasse. Das heißt aber, dass ich die Bäume dann alle zusammenstellen muss und an einen Fleck zum Ernten noch unterbringen muss. Aber das wird ja nicht schwierig sein. Es wird eher schwieriger sein, dafür einen Platz zu finden, der am besten noch bei den anderen Sachen ist, die ich ernten muss. Aber gut, das ist mein Problem und nicht euer Problem. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.